Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Und ich hoffe, dass es heute ein bisschen besser läuft als gestern. Ich hatte gestern wirklich, wirklich, wirklich gehofft, dass ich... nicht unbedingt, ja doch, eigentlich doch ausbrechen kann, aber... Hat natürlich nicht geklappt. Das ist mir jetzt aber total Wurst. Meine Zelle wird durchsucht, ich muss kurz ein paar Sachen wieder wegbunkern. Aber ich glaube, wenn ich so ein paar Sachen heute bekomme, die ich brauche, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich vielleicht heute ausbrechen kann. Wahrscheinlich verspreche ich da wieder viel zu viel, aber vielleicht klappt's ja. Mal war es nicht. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, mit dem ich einen Officer umhauen kann. Ja, ja. Geh nur in meine Zelle, ist mir egal, ist eh nichts drin, was dich interessiert. Oh, komm schon, bitte. Auf jeden Fall muss ich heute noch ein bisschen lesen gehen, damit ich meine Schaufel reparieren kann. Ich brauche eine Tasse oder ein Knallbonbon. Das wird ja wohl nicht so schwer sein. Weißt du, überall jede Menge Scheiß drin. Illegaler Mist, irgendwie Pfeilen und Klebeband. Aber ein verkacktes Knallbonbon oder eine Scheißtasse. Einfach nö. Jetzt habe ich mir meine eigene Spucke verschluckt. Nee, das ärgert mich gerade echt. Das ist doch immer so, immer wenn man was braucht, kriegt man es nicht. Aber gut, damit muss ich jetzt umgehen. Vielleicht werde ich nachher mal... Scheiße, sorry Leute. Vielleicht werde ich nachher mal ein bisschen... Naja, farmen, sag ich mal. Oder einfach so lange neu starten, bis ich eine Tasse finde oder so. Alter, ist jetzt mal gut. Wäre auf jeden Fall eine Idee, glaube ich. Eieiei. Aber die Folge nehme ich jetzt auf jeden Fall noch auf, auch wenn es vielleicht nicht klappt, aber... Ich bringe denen immer so schöne Briefe, aber nö. Wollen ja nicht. Ich habe auch nirgends irgendwas übersehen. Nee, habe ich nicht. Könnte halt nur gucken, ob irgendwo vielleicht in einer von diesen komischen Truhen noch Knallbombe oder so drin ist, aber das wäre Schlüsselverschwendung. Na gut, vielleicht hole ich mir dann wenigstens heute Abend noch den gelben Schlüssel. Ich muss mal kurz gucken, ob ich mein Zettelchen finde. Yep, da ist es. Gelb hat Isaiah, Officer Isaiah. Bedeutet aber auch, scheiße, ich kann das nicht machen, weil ich keine Tasse habe. Oder, ja, den muss ich ja auch K.O. hauen. Mit was kann man Leute noch umhauen? Außer halt mit Schläge. Mit nix, glaube ich. Tatsächlich mit gar nichts. Knallbonbons, heiße Schokolade und halt auf die Fresse geben. Ich pack das mal kurz hier rein. Geh mal kurz lesen, damit ich wenigstens meine Schaufel heute mal reparieren kann, damit ich irgendwas wenigstens geschafft habe. Grrr. Okay, das war jetzt selten dämlich. Komm schon. Nein! Ich konnte nur eins lesen.
Schnell rein. Ah, hier kann ich auch raus. Ich brauche gar keinen gelben Schlüssel. Das ist praktisch. Ich brauche wirklich nur eine blaue Uniform. Und dann sind wir hier durch, Leute. Ziemlich durch. Nee, stimmt nicht. Ich brauche einen gelben Schlüssel. Ich muss hier nochmal raus. Ich muss ja dann runter die anderen Sachen holen. Ja. Nee, ich brauche einen gelben Schlüssel. Komme ich nicht drum rum. Ich nehme mal kurz Ditte und Ditte mit. Ich brauche ein Feuerzeug noch. Ich habe nur noch eins. Wenn ich heiße Schokolade mache, brauche ich zwei Feuerzeuge. Muss ja noch eins. eins fürs Plastikschmelzen benutzen. Scheiße. So. Wo ist die Schaufel? Was? Ich hab doch. Das ist assi, Leute. Das ist richtig assi. Ich war doch lesen. Warum tun die das? Warum ärgern die mich? Hallo, ich bin hier. Und tschüss. Schnell hoch. Ich mach das jetzt noch schnell. Irgendwie. Komm, runter, bitte. Beeil dich. Ich muss da rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich mach bewusst ein bisschen mehr. Sieben. Jetzt komme ich hier gerade eh nicht raus. Ich habe jetzt acht. Acht waren es, glaube ich. Acht gemacht. Das sollte eigentlich lang. Gucken, ob ich es noch zum Training schaffe. Nicht, während ich an der Ecke hängen bleibe. Passt, okay. Die Stufenleiter könnte ich. Warte mal, wenn ich die Stufenleiter. Ich glaube, ich probiere es mal anders, Leute. Ich habe eine Idee. Könnte klappen, könnte aber auch nicht klappen. Ich habe ein bisschen Angst. Wobei, wenn sie die Stufenleiter finden, bin ich dann auch dazu gezwungen, nochmal neu anzufangen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich, wenn sie so einen illegalen Stufenleitergegenstand finden. Ach, scheiß drauf, ich zeig's euch einfach nachher. Ich sammle schon mal meine Sachen ein, die ich brauche. Moment. Das brauche ich logischerweise. Ich brauche einen Schraubenzieher. Okay, also die hier darf ich eigentlich eh nicht mitrechnen. Ich brauche erstmal das hier. Gut. Also ich habe eine Schaufel. Eine frische Schaufel. Das hier brauche ich. Das hier brauche ich. Dann noch 50%. Sollte lang. Also ich gehe da hoch. Also ich gehe oben in den Raum. Also ich grab mich in den Raum rein. Gehe mit dem roten Schlüssel durch. Scheiße. Ich brauche zwei freie Plätze für die Erde. Könnte kritisch werden. Kriegen wir hin.
kriegen wir hin. Ich leg das hier schon mal hin. Das hier brauche ich nachher. So. Ach ja, ich weiß, ihr könnt mir überhaupt nicht folgen, weil sich das alles in meinem kranken Hirn abspielt. Aber was ich machen will, ich will mich hier durchgraben mit der Schaufel. Hier reingehen mit dem roten Schlüssel, hier drauf. Da oben habe ich ja schon abgeschraubt. Das Lüftungsgitter geht dann hier hoch, spring hier runter, beziehungsweise mach mit dem Schraubenzieher, schraub hier oben das Gitter ab, spring runter, hol mir schnell die Kiste oder den Kisteninhalt, stell die Leiter auf, diese Trittleiter, geh wieder hoch durch die Decke, mach die zu und wieder zurück, grab mich hier wieder raus und so weiter und so fort, ne? Ich habe schon eine Idee. Also es sollte funktionieren. Ich brauche vielleicht sogar zwei Schäufelchen, aber kriegen wir hin. Ich habe meine Zelle durchsucht. Nö. Vielleicht wird der Tag doch noch interessant. Wenn nicht, haben wir wenigstens mal was probiert. Ist ja auch was wert. So, also. Erstmal umziehen. Komm schon, beeilt euch mal ein bisschen. Ich will jetzt schnell hier durch. Auf. Moment. Das muss hier rein, sonst habe ich zu wenig Platz. So. Und los geht's. Das wird interessant. Bin gespannt, ob ich es hinbekomme, wie ich mir das gerade vorstelle. Das kann ich eigentlich mal kurz hier hinlegen. Also, ich grab mich durch. Ich nehme mal noch eine Schaufel mit. Ich grab mich durch, geh hoch. Ja, doch, mehr brauche ich nicht. So. Ich habe eine brüchige Schaufel, ich habe eine robuste Schaufel. Als erstes. Eigentlich ist egal, welche Schaufel ich benutze. Auf jeden Fall muss ich ein bisschen was dann unten lagern. Ja, ach, scheiße. Nehmen wir mal die Schaufel. Ein Feld kann ich hier unten lagern, da packe ich die Schaufel hin, die brüchige. So, der Penner läuft da rum. Hier kommt die hier hin. Das kommt hier hin. Das nehme ich mit. Okay. Das wird jetzt interessant. Eigentlich müsste ich warten, bis der Typ wiederkommt. Ich brauche Zeit. Ich brauche wirklich viel Zeit. Scheiß drauf. Entweder das klappt oder das klappt nicht. So. Ich mache das Loch hier zu. So. Komme ich hier raus? Ich komme da raus, okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass da gleich unten einer drin steht, wenn es aufgeht. Ach, okay, geil. Ich brauche gar keine Trittleiter. Die kann ich hier lassen. So, jetzt habe ich das Klebeband. Ich bin mega nervös gerade.
Ich muss jetzt hier warten, bis hier in dem Raum wieder jemand war. Sorry Leute, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich sehe das auch nur ganz, 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 ganz schlecht. Aber ich muss jetzt warten. Ich bin gerade mega aufgeregt, ey. Mir geht gerade echt die Pumpe. Da kommt einer. Der geht nicht in diesen Raum hier rein. Das ist nicht gut. Scheiße. Jetzt ist einer drin gewesen. Jetzt ist einer drin gewesen. Ich bin gerade mega angespannt. Ich glaube, man sieht es mir auch ein bisschen an. Kann das sein? Ich hoffe, ich brauche nicht nochmal diesen ganzen Scheiß hier durchmachen. So, ich habe jetzt das hier. Ich habe Wrapping Paper. So geht's. Ich glaube, mehr muss ich nicht machen. Ich muss nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr machen. Ich habe Geschenke. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Leute, das sieht gerade verdammt nach einem Ausbruch aus. Ich werde diese Folge heute länger machen. Ja, wir machen. Scheiße. Genau, nicht geschossen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Warum hat er gerade auf mich geschossen? Warum hat er gerade auf mich geschossen, Leute? Ich darf mich da nicht aufhalten. Ich darf mich da nicht aufhalten, während die Nachtruhe aktiv ist. Und er hat mich gesehen. Die Tarnung fliegt ja bei Tageslicht auf mit der Wärteruniform. Oh, scheiße. Das wäre jetzt der absolute Obergau. Nein. Es müsste aber eigentlich gehen, wenn gleich der Tag anbricht. Dann darf ich mich hier aufhalten, wo ich will. Komm schon. Ein paar Sekunden noch, ey. Warte mal, ich nehme das mal trotzdem mit, das Zeug hier. Wenn da jetzt auch nur einer in meine Zelle reingeht, bin ich so am Arsch. Ich brauche erst eine Uniform. Ich brauche erst meine Uniform. Puh. Alter, ich bin gerade so unter Strom. Ich muss ganz schnell hoch. Okay. Wenn das jetzt klappt, sollte ich einfach da oben durchmarschieren können. Warten wir mal kurz. Ich brauche wirklich freie Bahn da drin. Ja! Ich hab's geschafft. Geil. Richtig geil. Ich habe nicht erwartet, dass ich es hinkriege heute. Aber es hat geklappt. Ich bin ausgebrochen. Meine Punktzahl ist jetzt nicht so super gut. Ich habe mich ziemlich böse verhalten. Aber richtig cool, dass es geklappt hat. Ich habe schon zwei neue Projekte am Start. Welches ich davon mache, werde ich euch entscheiden lassen.
Da wird morgen jeweils quasi eine Folge kommen. Und ihr entscheidet dann, oder nicht morgen, vielleicht übermorgen. Ich muss mal gucken, wie ich Zeit habe. Und ihr werdet dann entscheiden, welches von den Projekten umgesetzt werden soll. Ich bin gespannt, wie ihr beide Spiele findet. Ist was zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Von The Escapists, ich werde eine sehr lange Escapists-Pause einlegen, weil das ist jetzt auch erstmal genug. Man sieht es auch an den Viewzahlen, ihr habt auch keinen Bock mehr drauf. Deswegen erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.